Danke. Und ich bin der Albtraum übrigens für jeden, der filmen will, weil ich laufe immer bei meinen Vorträgen. Ja, da freue ich mich. Guck mal her. Man merkt schon, gell? Wo soll ich denn stehen bleiben? Ich mache mir sonst immer so ein X irgendwo hin, dass ich dann da stehen bleibe. Ich habe es ja wirklich super einfach heute, weil es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Dementsprechend habe ich hier nochmal 20 Slides irgendwie Wiederholung. Übergehe vielleicht das eine oder andere definitiv und gehe mal auf andere Themen ein. Ist der Kollege von der Six Group, von Six noch da? Der von da, warte mal, für den habe ich was. Ja. Ein, Sie werden ihn vermissen, Gecko. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Da. Ja, ja, genau. Sie haben aber bei der Ampel auch nicht aufgepasst. Rot Stopp, Grün fahren. Grün macht glücklich, Rot macht aggressiv. Ja. Ja. Ja, also. So spät angefangen, ja. So spät, ja. Ja, 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 genau. Er wird uns hoffentlich wirklich. Ja, ich auch nicht glücklich, aber deshalb stehe ich auch immer auf der Bühne. Nee, also dementsprechend, ich hab ein bisschen was aufgefangen, das wollte ich mal ein bisschen zusammenfassen. Ich finde das ganz gut. Unser CEO hat irgendwann mal gesagt: Nein, wir sind keine Open-Source-Firma, wir sind eine Open-Open-Source-Firma. Und das hat er nicht gesagt, weil er stottert oder weil er doppelte Verneinung oder irgendwie sowas, sondern weil er gesagt hat, Leute, guckt euch mal ein bisschen so Companies an. Single Vendor Open Source kann auch proprietär sein. Das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe das versucht dann als Apple-Fan, wie man ja sieht, in diese Apple-Systematik zu übersetzen. Habe gesagt, ja, okay, HealthKit ist Open Source. Kann ich es auf dem Android installieren? Nee, kann ich nicht. Muss im Apple-Universum bleiben. Stimmt schon irgendwie. Die SUSE ist seit wie vielen Jahren unterwegs? Ich glaube, 25 ist Linux, alt minus 1, 24, so merke ich mir das immer. Wir sind schon immer die gewesen, die gesagt haben, wenn wir auf ein Projekt setzen, dann setzen wir auf ein Projekt, das von mehreren gebackupt wird, ja, wo viele Contributions machen, wo der Kunde einfach eine Wahlfreiheit hat. Und wenn er uns 167 Millionen Franken geben würde, wäre ich froh. Nichtsdestotrotz kann er dann aber auch nach einer gewissen Zeit, wenn er sagt, Mensch, SUSE grün, ich muss mal einen Farbwechsel irgendwie haben, ich muss mal zu rot gehen beispielsweise, kann er wechseln, weil wir kein Vendor-Login in unsere Produkte einbauen. Wir sind Weltmarktführer in unheimlich vielen Bereichen. Wir sind die tollsten, schönsten, besten. Wir haben die besten Vertriebler, die schönsten Vertriebler, die größten und kleinsten in jedem Format. Wir sind weltweit unterwegs, gehören zu einem Konzern, der auch einen guten Umsatz angeblich macht. Wir haben ja gerade announced, dass unser Mutterkonzern Teile von der HPE-Software übernimmt. Wir mergen irgendwie mit so einem Reverse-Merger von hinten durch die Brust ins Knie und sind dann, glaube ich, im Q3 2017 insgesamt 15.000 Mitarbeiter, also auch nicht ganz so klein. Der SUSE-Anteil, wir sind ca. 1200 Mitarbeiter, wir suchen aktuell 180 offene Positionen, gibt es noch. Also wer sich angesprochen fühlt, suse.com/jobs. Wenn dann irgendwo drin steht, wer hat Sie denn dafür empfohlen, schreiben Sie meinen Namen rein. Das würde mich sehr persönlich freuen. Ich glaube, wer SAP und HANA im Einsatz hat, der sollte uns im Normalfall eigentlich auch kennen. Wir haben irgendwie offiziell 95% Marktanteil im SAP-HANA-Umfeld. SAP sagt, wir sollen nicht 99 sagen, das würde zwar der Wahrheit nahe kommen, aber 95 hört sich besser an. Ja, und haben seit Jahr und Tag mit der SAP sehr, sehr gutes Geschäft. Die SAP setzt zu 100% auf SUSE, was man dann immer sieht. Und wir haben auch geile Videos, das muss man auch dazu sagen. Ja. Ich habe leider keins dabei, das macht mein Kollege immer, aber einfach mal auf YouTube gehen, SUSE eingeben, da gibt es so SUSE-Videos. Und dann mal schauen, vor allen Dingen, weil in 2 Wochen... ist unsere weltweite Hausmesse, die SUSECON, und da machen wir auch immer so Spaßvideos. Da nehmen wir so Maroon 5 Videos, machen einen komplett anderen Text dann davor beispielsweise und lassen dann die Leute, die auf der SUSECON da sind, mitsingen. Das sieht immer total witzig aus und irgendwo bin ich da auch drin. Von daher passt das. So, ich habe eine Baustelle für Sie, weil man ja normalerweise nicht weiß, was man für ein Publikum dabei hat. Und wenn es um digitale Transformation geht, dann kann es ja auch passieren, dass man nur CIOs vor sich sitzen hat. Also habe ich mal so eine Einsteigerpräsentation gemacht, nicht einschlafen. Aber ist eigentlich ganz witzig. Schauen wir uns mal die Vergangenheit an. Klassische Rechenzentrum. Wer glaubt, dass ein VMware ESX Cluster auch eine Private Cloud ist? Ah, gut, okay, es wird wirklich Einsteiger, also definitiv nicht. Aber was haben wir denn früher gemacht in der klassisch Windows-dominierten Welt? Die Marketingabteilung ist um die Ecke gekommen und hat gesagt, wir brauchen sowas wie Content-Management-System und
Drupal hätte sich die Marketingabteilung ausgesucht. Dann hätte der gute alte IT-Leiter damals gesagt, läuft das auch auf Windows? Dann hätte das Marketing gesagt, nö. Dann hätte der IT-Leiter gesagt, nee, sorry, geht nicht, weil wir haben eine klassische Windows-dominierte Strategie und wir haben nur Windows bei uns im Backend. Das funktioniert nicht. Gehen wir mal in die heutige Zeit hinein. Heute fragt, glaube ich, die Marketingabteilung gar nicht mehr, dass man einen Dienst ausrollen soll. Der ist schneller auf Amazon, als der IT-Leiter Hilfe oder Stopp schreien kann. Ja? Also war das in der Vergangenheit irgendwie so. Irgendeiner hat gesagt, Mensch, wir brauchen einen neuen Dienst. Man hat irgendeinen Plan gemacht, hat sich überlegt, auf welchem Betriebssystem das Ganze funktioniert. Hat das Ding dann irgendwie gebaut, das Betriebssystem dafür, hat den Dienst dazu gebaut, hat das Ganze dann auf seinem hoffentlich ESX-Cluster oder auf seinem blanken Blech noch in der Allzeit ausgerollt und das Leben war gut und man hat das Ganze gemanagt. Microsoft System Center Operations Manager, VESUS oder wie das Zeug auch immer heißt, Leben war toll, war klasse, ja, war eine schöne Welt. Ganz, ganz früher, als man auch noch auf dem Server draufschreiben konnte, hier ist mein Exchange drin, das war noch eine richtig schöne Welt, oder wenn man noch auf die Festplatten vom SAN draufkleben konnte, auf welchen 5 Festplatten die Datenbank war, geile Welt. Ja, und dann kam Gartner. Ja, und man weiß ja ganz genau, Gartner macht das richtig gut. Es gibt irgendeinen Trend, sie benennen den Trend mit irgendeinem Namen und es wird ein Hype, es wird ein Trend oder was auch immer. Und Gartner hat gesagt, da gibt es sowas wie bimodale IT. Auf Neuhochdeutsch IT der 2 Geschwindigkeiten. Ja? Stinkelangweilig. Ja, ich weiß, genau. Ja, aber keine Angst. Das Gute hierbei ist, mein Kollege hat gesagt, mach das mal zielgruppenspezifisch. Es kommt gleich ein absolut zielgruppenspezifisches Bild und wer das erkennt, kriegt ein Giko. Ja. Das ganze Ding von Gartner mal übersetzt. Es gibt die klassische IT Mode 1, heißt das doch schön bei Gartner. Es gibt Mode 2. Mode 1 ist stinkelangweilig. Das ist der File-Server im Unternehmen. Das ist der Exchange-Server. Das kann das ERP oder was auch immer sein. Wir installieren, es läuft 5 Jahre. Nach 5 Jahren schmeißen wir das Blech weg im klassischen Sinne, kaufen uns neues Blech, installieren das wieder. Und dann der Mode 2, das ist ein bisschen schneller. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie BMW und DriveNow. Ja, BMW 6 hat ja dieses Joint Venture gemacht zum Thema DriveNow. Die haben eine tolle App. Ich gehe ans Auto dran, gucke auf meine App, sage, das Auto will ich haben, zack, hab's. Wenn jetzt Apple überraschenderweise mit einem neuen Betriebssystem rauskommt, wie iOS 10 oder Google mit, wie heißt das Ding gerade aktuell? Ja, das ist das Endgerät, das in 3 Jahren schon keine Treiber mehr bekommt, weil sie auf Qualcomm-Hardware setzen. Ja? Nougat, aktuell Nougat. Wenn die überraschenderweise mit einem neuen Betriebssystem rauskommen, können wir uns mal überlegen, wie lange haben BMW und Sixt noch Zeit, die DriveNow-App auf das aktuelle iOS beispielsweise abzudaten? Ich glaube, keine 5 Minuten. Das muss im Moment der Verfügbarkeit des Betriebssystems auch schon wieder funktionieren. Da kann ich dann nicht großartig mit irgendwelchen Workflow-Anträgen oder ähnlichem arbeiten im Unternehmen. So von wegen, wir müssten mal die Datenbank erneuern, könntest du mir mal bitte eine öffentliche IP, private IP, neues Netzwerk, virtuelle Maschine zusammenstellen. Das muss wirklich on the fly gehen. So und dementsprechend, keiner schreit, beschreibt man den Mode 1 ganz klassischerweise wie mit einem Marathonläufer oder in dem Fall mit? Wer ist das? Ja, die Iron Woman, gell? Ist das, ja? Woman, bitte. Wir sind heute alle genderneutral, also eigentlich alle Eichhörnchen, aber ich würde jetzt sagen, das ist die Iron Woman, genau. Und nebendran dann der 100-Meter-Läufer, in dem Fall nicht Usain Bolt, sondern irgendein anderer. Das eine muss schnell sein, das andere muss langsam sein. So, und dem sind wir, glaube ich, alle ausgesetzt, mit dem müssen wir alle arbeiten. Ja? Und wenn man sich das ein bisschen mal in die IT-Infrastruktur überträgt, dann stellt man fest, um das Langsame und oder auch das Schnelle irgendwie umsetzen zu können, hat man auf der einen Seite, ich sage mal, seine klassische ESX-Umgebung, wie man sie kennt, mit einem SAN-Storage. Und dann hat man entweder eine Private Cloud, ob OpenStack oder OpenShift, was auch immer, ja, oder eine Public Cloud. Wer ist in der Public Cloud daheim? Schon? Wer macht was mit Amazon oder Microsoft Azure? Ja, so ein bisschen, gell? Also wenn nicht, ja, also wir hier auch. Wer weiß, in Microsoft Azure, wie viel Prozent Linux-Workloads aktuell? Grob, 2% oder mehr? Viel mehr? Ich weiß nicht, ich habe gemeint, ich hätte was gehört, dass mehr Linux läuft als Windows. Das sind wir mittlerweile. Also vor einem halben Jahr hat der Kollege von Microsoft gesagt, sind so 40%. Ja, und jetzt sind wir weit über den 50%. Und das Ziel sollte eigentlich irgendwie so sein, 60%, aber da werden die auch noch drüber hinweggehen. Nicht nur Microsoft loves Linux, sondern Microsoft verdient auch noch viel Geld mit Linux, ja, in der Azure Cloud.
so dementsprechend. Nur wenn wir jetzt uns die zwei anderen Prozesse anschauen, dann sehen wir hier auf der linken Seite, bei diesem klassischen Prozess, da haben wir alle möglichen Tools und bei diesen anderen zwei Prozessen haben wir irgendwie, haben wir da andere Tools? Ich gehe in die Amazon Cloud und starte irgendein Ubuntu, OpenSUSE. OpenSUSE ist übrigens viel cooler als Ubuntu mittlerweile, gell? Weil Orange ist ja in der Mitte von der Ampel, Grün, Go, ja, ja. Und ich weiß, wir haben das OpenSUSE-Projekt als SUSE selbst viele, viele Jahre ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ja. Mittlerweile mit Tumbleweed und Leap zwei Varianten. Einmal Latest and Greatest für die Entwickler, sicherlich nicht bugfrei, aber die aktuellsten, neuesten Pakete. Und das andere stabil zum wirklich Benutzen, sollte man echt mal ausprobieren. Habe ich auch schon ausprobiert, bleib aber bei macOS. Bin dann eher so der FreeBSD-Kerl. Ja. So. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt in die Cloud gehe, dann starte ich da irgendein Image, das mir irgendjemand vorgegeben hat mit irgendwelchen Paketen, die mehr oder weniger schon mit dabei sind. Hoffe, dass es klappt, habe da hoffentlich irgendwelche Patch-Management-Tools für die Public Cloud. Bin ich in der Private Cloud, habe ich vielleicht das nächste Tool. Ich nutze was weiß ich, ein Chef, ich nutze ein Puppet oder was auch immer als Configuration, Patch-Management. Das und wie gesagt, hier links das nächste Tool, um irgendwie meine Linux-Systeme zu managen. Und aus der Operations-Sicht wäre halt viel, viel schöner als Ziel zu haben, eine abgestimmte Lösung über alle Bereiche hinweg. So, wie kann man das denn machen? Ja. Wie könnten wir jetzt beispielsweise mit SUSE-Mitteln einen neuen Dienst ausrollen? Und weil ich vorhin irgendwie was gehört habe, wir haben, wie gesagt, in zwei Wochen unsere weltweite Hausmesse. Ich kann da noch nicht so wahnsinnig viel sagen, aber Kubernetes, habe ich auch gehört, ist ein cooles Thema auch bei uns angeblich. Cloud Foundry arbeiten wir ja schon zusammen, könnte sicherlich noch ein bisschen enger in dem Bereich werden. Container as a Service ist auch ein Thema bei uns, ja. Das nur so mal am Rande, ohne dass ich es genau bestätigen darf. Aber wie rollen wir denn jetzt einen Dienst aus mit SUSE? Ja, wir haben mit SUSE zwei Tools. Wir haben den SUSE Manager und SUSE Studio. Wer kennt SUSE Studio nicht? Okay, Gegenfrage, wer kennt SUSE Studio? Jürg und David, ihr könntet euch gerne melden als SUSE-Mitarbeiter, dass ihr SUSE Studio kennt. Also es wäre wesentlich besser. SUSE Studio gibt es in zwei Geschmacksrichtungen. Einmal als Cloud-Service, einmal on-premise, für die, die es unbedingt kaufen wollen. Das ist eigentlich nichts anderes, wie dass ich mir ein SUSE, ein Open-SUSE oder ein SUSE Linux Enterprise System so zusammenbauen kann und dann mir deployen kann, wie ich es ganz gerne haben möchte, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das sieht dann folgendermaßen aus, schon erwähnt als Cloud-Lösung, On-Premise auch. Ich kann mir meine Systeme bauen. Ich kann mir meine Systeme mit den Paketen bauen, wie ich sie ganz gerne haben möchte. Ich kann mir Deployment-Szenarien aussuchen. Das heißt, wo möchte ich das Ganze deployen? Möchte ich das Ganze auf Bare Metal deployen? Soll es auch noch geben. Möchte ich das Ganze in einer virtuellen Umgebung, klassisch Hyper-V, ESX, KVM Xen beispielsweise deployen oder möchte ich das Ganze als Cloud-Image, um es in der Azure Cloud zu starten oder in der Microsoft AWS zu starten. Ja. Und dann kann ich auch gleich hinten dran die Management-Engine eingeben, weil das soll für unheimlich viele ja auch ganz, ganz wichtig sein, dass wirklich dann die Latest and Greatest Patches noch nachgezogen werden, im mehr oder weniger im selben Moment, damit ich meine FIPS oder was auch immer Zertifizierung einhalten kann. Das Ganze schaut so aus, wir stehen auf geile Logos, nicht nur unser Gigo ist schön, sondern auch der Roboter von SUSE Studio. Ja. Ich suche mir hier aus, welche Maschine, ich baue mir hier eine Maschine, wir haben sogar in dem Online-Tool eine Versionierung drin, dass ich sehe, in welcher Versionsstufe ich gerade bin. Wie gesagt, ich kann jetzt hier aussuchen, wo ich es ganz gerne deployen möchte. USB-Stick wird auch gehen für die guten alten Heise-Leser mit der Live-CD. Ja, gib hier dann noch unten dran meinen SUSE-Manager-Server ein, der dann gleich automatisch mit integriert ist, der dann beispielsweise auch feststellen würde, zentral abrufen würde, welche Pakete so alles installiert sind, welche zusätzliche Software ich beispielsweise installiert habe. Ja, und dann ist das Ganze durch. Und dann habe ich meine Maschine deployed. Das ist schon mal eine recht easy Sache. Egal auf welcher Cloud, Zone 1, Zone 2, Zone 3. So. Das Ganze möchte ich natürlich auch managen. Und da ist der SUSE Manager mit dabei, der mittlerweile in der Version 3 auch Salt mit dabei hat als Configuration Management. Und mit dem kann ich natürlich sowas wie ein Asset Management machen, weil Excel-Liste ist okay, ja. Mag für viele auch das beste CRM oder Forecasting oder was auch immer Tool sein. Ich weiß, wovon ich rede. Ich arbeite seit vielen Jahren in amerikanischen Firmen. Excel ist die verkannteste Datenbank überhaupt. Damit werden viele Unternehmen getrieben, ja, oder betrieben, ja. Aber so ein automatisiertes Asset Management ist natürlich viel, viel besser für meine ganzen Linux-Workloads, die ich betreibe. Gerade wenn ich mal so 14.000 Systeme habe, möchte ich natürlich einen ganz guten Überblick darüber haben. Ich möchte die Systeme auch ordentlich provisionieren können mit den entsprechenden Paketen. Nicht nur Pakete von uns, sondern auch Pakete von Ihnen beispielsweise, wenn Sie eigene Software schreiben.
zum Thema eigene Software schreiben, weil die Zeit tickt. Open Build Service von SUSE ist ein internes Tool, mit dem wir früher Pakete für unsere Distribution zur Verfügung gestellt haben, kompiliert haben. Dieser Open Build Service ist mittlerweile auch frei verfügbar für Sie. Das heißt, wenn Sie da eigene Softwarepakete beispielsweise schreiben, können Sie dem Open Build Service automatisch für alle möglichen Linux-Distributionen rüber switchen. Also nicht nur für unsere, sondern wir haben irgendwo mal gehört, irgendwo gibt es auch einen Debian-User. Wir haben ihn noch nicht gefunden, aber wir denken, den sollte es geben. Dementsprechend kann ich beispielsweise die Pakete auch für ein Debian, für ein Red Hat oder was auch immer machen. Ist echt cool für jeden, der Software schreibt und sich damit rumärgert, dass er, was weiß ich, für ein SLES ein anderes System nutzen muss wie für Red Hat. Über das kann ich für alle möglichen Systeme das kompilieren und können sogar auch Treiber darüber dann irgendwie sogar zertifizieren, wenn ich möchte. Ja, Patch-Management ist so der Klassiker. Wie kommen denn die neuesten Patches drauf? Welche Patches muss ich denn deployen? Jetzt kommt wieder ein neuer CVE-Bericht. Was war als letztes? Dirty Cow, oder? War jetzt gerade frisch. Ja, genau. Muss ich den, auf welchen Systemen muss ich den? Habe ich denn alle Systeme? Mache ich das ein bisschen abhängig voneinander, dass ich vielleicht zuerst auf mein Testsystem das Ganze deploy, wenn es auf dem Testsystem der Patch nicht funktioniert, dass ich es dann nicht auf den Produktivsystemen installiere. Das mache ich mit dem Ganzen auch. Wie gesagt, Configuration Management über Salt und natürlich auch sowas wie ein Redeployment, dass ich beispielsweise, wenn ich sage, meine Developer arbeiten in der Public Cloud, aber meine Live-Umgebung, wo die Kundendaten tatsächlich auch sind, sind in der Private Cloud, kann ich auch ein Redeployment machen, dass ich sage, das, was du dann da gemacht hast, bitte redeployst du dann auf die Private Cloud beispielsweise. Das mache ich alles mit dem SUSE Manager. Wir können auch Rot mit integrieren. Ja. Ist ja okay, soll ja auch noch was neben dran gehen und ich glaube, keiner hat Bock auf zwei verschiedene, was weiß ich, Configuration Patch Management Tools in einem Unternehmen, wenn eins das Ganze kann. Das heißt, wir sind da ein bisschen farbenneutraler oder farbenblind, machen das Ganze. So. Das heißt, was ich gerade eben schon gesagt habe, was der Riesenvorteil für viele, viele Kunden ist in dem Umfeld, viele fangen mit dem SUSE Manager oder haben seit vielen Jahren mit dem SUSE Manager im Bereich Patch Management angefangen, sind dann in die Private Cloud, Public Cloud gegangen und freuen sich natürlich, dass sie damit eine Umgebung mit dem Ganzen haben. So. Wenn wir mal einen Schritt weiter nochmal gehen, OpenStack, wer hat OpenStack schon im Einsatz? Ja. So ein bisschen, ja. So ein bisschen. Ja. Ja, dann ist die falsche, würde ich jetzt persönlich sagen. Ja, das ist. Ja. Okay. Ja. Also, wir als SUSE sind ja ein Nürnberger Unternehmen. Unser weltweites Headquarter ist ja in Nürnberg und haben irgendwann mal festgestellt, dass Marketing aus Deutschland heraus nicht so ganz funktioniert. Haben es nach Amerika gepackt. Das hat auch nicht so ganz funktioniert. Ich glaube, wir lassen es demnächst komplett sein mit dem Thema Marketing, weil es funktioniert ja eh nicht. Weil wir, das heißt ja immer, tue Gutes und rede drüber. Wir waren die Ersten im Bereich OpenStack, die eine Enterprise-Distribution rausgebracht haben, 2012. Intel macht oder hat auf diesen OpenStack-Summits immer einen Wettbewerb gemacht, Rule the Stack. Da haben dann sich alle möglichen Distributionen dort anmelden können, haben ein bisschen blankes Blech vorgesetzt bekommen und durften dann einen OpenStack installieren, so wie das Komitee vorgegeben hat. Dieser Wettbewerb hat dreimal stattgefunden, wir haben ihn dreimal gewonnen. Wir haben ihn beim letzten Mal gewonnen, inklusive Zeitgutschriften, weil wir eine komplizierte Installation gemacht haben mit minus 18 Minuten. Der Zweitplatzierte hat plus 10 Minuten gebraucht, der war auch von uns. Es gab keinen Drittplatzierten mehr. Die Firma Intel hat gesagt, dieser Wettbewerb ist stinkelangweilig, weil immer nur SUSE gewinnt und sich kein anderer mehr anmelden will. Ja, wir machen ihn jetzt erstmal nicht mehr, so dementsprechend. Also wir sind eigentlich, was das Deployment von so einer Open, von so einer Private Cloud angeht, die schnellsten, wohl auch die einfachsten. Und das ist auch das Wichtigste, wenn man eine Private Cloud installiert. Das macht man ja meistens für die Anwender. Die Anwender haben immer Freedom of Choice. Gehe ich in die Private oder gehe ich in die Public Cloud? Wenn die Private Cloud nicht schnell genug steht, ist das Zeug eh bei Amazon beispielsweise. Wir supporten auch alle Hypervisor, auch da Xen, KVM, Microsoft Hyper-V, VMware ESX. Hardware und einfache Release-Wechsel. Wir haben gerade die OpenStack Cloud 7 angekündigt, die basiert auf irgendeinem Buchstaben. Was ist denn aktuell gerade? OpenStack M, kann es Manila sein oder ist das jetzt nur die Integration mit File Services? Also, Newton, ist es? Okay. Irgendwie sowas.
Bei Seth war es irgendeine Krake und bei dem ist es, ich weiß, nehmen wir eine Eiscremesorte oder irgendwie sowas, keine Ahnung, Ice Cream Sandwich, wenn wir schon bei Adobe sind, ja. Das war früher der, ich glaube, für Acrobat 5 oder sowas der Codename. In-Place Upgrades bei der Cloud scheint auch was Besonderes zu sein, können wir auch. So, dann haben wir mal den kompletten Überblick, was passiert, wenn Sie alle unsere Produkte von der Preisliste kaufen, in den Mixer reinstecken, uns die 167 Millionen Franken abzüglich 20% Rabatt geben. Die 20% gewähren wir auf 167 Millionen, oder? Ja, schon. Was passiert dann? Es tickt schon nach oben, aber gerade war es noch nach unten, oder? Habe ich so lange. Ja. Was passiert dann? Sie können alle Stacks mit uns machen, für kompletten Lifecycle. Und wenn Sie unbedingt noch Storage unten drunter wollen, wir haben uns Storage basierend auf Ceph. Ja, das nennt sich SUSE Enterprise Storage. Mit dem können Sie auch ein Software-Defined Storage aufbauen. Die Zusammenfassung ganz schnell. Wir sind ein Pionier mit 24 plus Jahren. Wir sind super präsent, nicht nur in der Schweiz, sondern auch weltweit. Wir haben ein geiles Portfolio, wir sind echt cool, wir sind partnerschaftlich unterwegs, wir haben mit allen großen OEMs Partnerschaften, wir haben Partnerschaften mit fast allen Softwareunternehmen, wie auch immer, ob es jetzt Big Data, was auch immer ist, und wir sind Open Source, daran werde ich mich noch gewöhnen müssen, ohne Vendor-Login. Herzlichen Dank und Fragen.